Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 5. Ich begrüße euch und wir haben tatsächlich eine neue Karte vor uns. Es ist ja unglaublich, wir haben tatsächlich beim letzten Mal nach einem etwa 5 Folgen langen Kampf die Mission beendet und endlich den Heiratsschwindler entlarvt, beziehungsweise den Franzl hatten wir ja schon früh gefunden, aber wir haben endlich auch den Drimatulix zur Strecke gebracht, oder beziehungsweise man kann ihn ja nicht zur Strecke bringen, man kann ihn immer nur aufspüren und dann verschwindet er in einem großen Feuerwerk, um irgendwann wieder aufzutauchen. Ja, das war eine ziemlich heftige Geschichte und ich habe eine neue Mission, oder besser gesagt gleich 5 Missionen, die mir auch mal vorgeschlagen worden sind. Die Invasion im Norden, und habe ich natürlich gleich alle runtergeladen, denn das sind tatsächlich 5 aufeinander aufbauende Geschichten, oder ist eine Geschichte besser gesagt, die halt aus 5 Teilen besteht, und finde ich ganz cool. Die erste Karte davon, der Prolog Feste Nurmir, ist interessant, denn hier auf einer dieser Enden scheint wohl eine Feste zu stehen, die einen tollen Namen hat. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht, aber ich sage einfach Nurmir. Mal gucken. Und wir haben ziemlich viel Wasser. Scheint eine sehr kampflastige Karte zu sein, wurde zumindest gesagt, aber von der Schwierigkeit jetzt nicht so dramatisch. Das heißt, vielleicht kann ich auch zwischendurch ein bisschen durchatmen. Also am Anfang soll man wohl auch Zeit haben zum Aufbauen. Ich habe aber natürlich wieder nur grob mir ein paar Berichte zu durchgelesen, besser gesagt die Beschreibung angeguckt. Nicht, dass ich womöglich noch gespoilert werde. Ja, die gute Karte ist natürlich selbst erstellt, also natürlich nicht von mir, sondern von Ghoul. Ich weiß nicht, hatten wir den Namen eigentlich schon? Ich weiß es gar nicht. Ja, müssen wir auf jeden Fall bedenken, steht aber auch nichts dazu, ich glaube auf keiner der Karten, ne? Ich glaube, er hieß einfach nur Ghoul bei Siedler Maps. Ja, werde ich auf jeden Fall verlinken, die Karte, wie ihr es ja auch gewohnt seid, damit, falls ihr dann Lust habt, dann ihr selber mal gucken könnt. So, also, bevor wir noch länger hier Zeit verschwenden, werde ich einmal vorlesen, worum es eigentlich geht. Wahrscheinlich habt ihr es in der Zwischenzeit sowieso schon selber übernommen, aber ich mache das trotzdem nochmal. Ihr kennt mich ja, ne? Also, es heißt, die Invasion im Norden, Teil 1, der Prolog. Endlich ist es soweit, das letzte Gefecht ist vorüber und Dario gönnt sich eine Auszeit in der idyllischen Provinz Nuamon, die von Erek regiert wird. Doch der Friede täuscht. Eine gewisse schwarze Feste hetzt die Dörfer Nuamons gegen Erek auf, macht in einem finalen Kampf der schwarzen Feste ein für alle Mal den Gar aus. Dabei steht euch Erek zusammen mit seinem Bollwerk im Kampf zur Seite. Ein Gerücht weht durch das Land, der Urlaub wird wohl verschoben werden müssen. Ja, auch da kleine kurze Grammatikstunde, das Apostroph hinter dem S ist gar nicht nötig. Aber kann man mal machen. Ja, sehr schön, hört sich gut an, klingt tatsächlich nach einer Mission, die wirklich einfach auf dem Grundspiel aufbaut. Also einfach nach Evelance, wie auch immer, und den letzten Kämpfen. Wenn Dario eigentlich sich entspannen möchte, dann wird er nochmal zu neuen Taten gerufen und muss noch einmal von vorne anfangen. Nach dem vielen Stress im Reich gönnt sich Dario einen redlich verdienten Urlaub. Er ist in die friedliche und idyllische Provinz Nuamon gereist, um die Aufgaben als König erst einmal weit hinter sich zu lassen. Kann er ja auch mal machen, ne? Wirklich ein schönes Fleckchen Erde hier. Muss wohl zukünftig dieser Provinz häufiger einen Besuch abstatten. Wir sind Lila. Ach du heiliger Strohsack. Das Bollwerk Nurmir soll hier ganz in der Nähe sein. Ich werde Erek dort mal schön Hallo sagen. Ja, ich habe nichts gegen die, ne? Er befindet sich dort oben auf dem Felsplateau, auf dem das Bollwerk Nurmir errichtet worden ist. Okay. Och nö, die starken Regenfälle scheinen die Brücken zerstört zu haben. Egal, schwamm drüber. Wir sind im Urlaub und können uns jede Menge Zeit lassen. Erek läuft schon nicht weg. Haha, denkst du Puppe. Man hat okay, also, Aufgabe ja, Ghoul, ne? Einfach nur Ghoul. Sehr geil, ja. Da steht der Name. Das ist vernünftig. Und wir haben tatsächlich, ach, das ist ja schick hier. Wir müssen uns tatsächlich aber erstmal ein Dorfzentrum bauen. Das ist ja sehr geil, damit wir danach hier Soldaten und andere Leute ausheben können. Gut,
Na dann gehen wir doch erstmal mit dem guten Dario auf Wanderschaft. Hier ist wahrscheinlich ein Steinbruch. Würde ich mal vermuten. Das sieht schon fast danach aus. Wobei hier liegen auch ein paar Steine rum. Könnte also auch hier ein Steinbruch versteckt sein. Ja, hier ist der Steinbruch. Okay, was haben wir denn hier? Wahrscheinlich irgendwas anderes. Und hier unten noch ein Steinbruch? Kann das sein? Wäre ja krass. Wären ja ziemlich viele Steine. Na gut, wenn wir ein paar Brücken bauen müssen, dann... Ja, also sucht Erik auf, ist der erste Teil der Mission. Das ist doch schon mal sehr angenehm. Damit können wir doch mal was anfangen. So, da bauen wir uns schon mal gleich irgendwo eine Hochschule, wo Platz ist. Ist natürlich nirgends Platz. Das ist natürlich sehr überschaubar mit dem Platz hier, wirklich. Na gut, dann müssen wir halt hier. Müssen wir halt hier hin. Ist ja auch nicht so wild. So, wir machen erstmal Komplettamente. Ja, die 50 Taler behalte ich noch, ne? Wir machen das hier, ich kenne das ja jetzt vom... Ja, tatsächlich, hier ist noch ein Steinbruch. Ich kenne das ja jetzt vom... So gut ich kann. Von den Multiplayer-Spielen hier, ne? Wir werden direkt die Steinbrüche hier uns gönnen. Ja, ist ja wohl klar. Und dann hier Forschung anschmeißen. Damit wir hier dann direkt alles machen können. So, seid ihr fertig? Fertig. Jetzt seid ihr fertig. Ein Gelehrter nimmt so, gehen wir hier mal direkt auf Bildung. Dann können wir nämlich direkt hier die Steuern einstellen. Können wir direkt mehr Leibeigene holen. Und da ist doch schon mal gleich Platz. Das ist doch wunderbar. So, müssen wir nur noch ein bisschen mehr Holz hacken. Relativ schnell. Damit wir dann uns noch einen weiteren, eine weitere Grube bauen können. So, da kommen wir gleich hier rüber. Kommt mal gleich hier rüber, hackt ihr hier ein bisschen Holz. Ach, schön ist das hier. Schöner kleiner Wasserfall, Schwefel. Das ist gut, dass wir direkt auch Schwefel kriegen, den wir dann veredeln können. Das ist sehr gut. So, hackt ihr mal den Baum da weg, bitte. Und dann können wir auch gleich mal gucken, was wir dann noch machen. Ich baue mich natürlich sehr entspannt hier auf. Ne? Wir machen hier keine Hektik. Ich will das Spiel natürlich genießen. Vor allem, wenn es dann tatsächlich mal so ein bisschen idyllisch ist, wie hier gerade, dann sollte man es ja doch genießen. Ja, wäre also schon ganz schön, wenn wir einfach die Zeit nutzen, um uns ein wenig zu entspannen hier. Und ach, guck mal, sehr hier ist auch gleich eine Kiste. So leider war nichts drin. Toll, sind wir ganz, ganz tolle Schatzkisten hier versteckt. Gut. Macht wieder sehr viel Spaß mit solchen Schatzkisten. Okay, im Moment sehe ich aber auch noch keinen Überweg. Sehe ich hier hinten ist ein Signalfeuer oder was ist das? Keine Ahnung, da liegt Holz einfach auf irgendeinem Stapel drauf. Wird erledigt. Okay, hacken die jetzt da Holz oder Lehm? All eure Wohnhäuser. Ja, die hacken da jetzt Holz. Okay. Dann hackt aber lieber hier vorne Holz. Hier können wir es eher gebrauchen. So, Forschung abgeschlossen. Zack. Dann machen wir doch erstmal hier ein paar Leutchen. Das lassen wir uns nicht lange gefallen. Nee, das lassen wir uns nicht lange gefallen. Und meine Leute noch weniger. Weil die Steuern zu hoch sind. Ja, sind sie wohl. Ein bisschen zu hoch sind die Steuern ja schon. Aber ja, komm. Das passiert halt. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch mehr Holz und wir brauchen noch Lehm. Natürlich. Nicht wahr? Dann hacken wir auch erstmal ein bisschen Lehm. Wir wollen ja von allem etwas haben, damit wir auch gemütlich uns ausbauen können. Ach, tut das gut. Tut das gut hier. Also eigentlich war ja die andere Mission auch sehr gemütlich, aber ich meine, es tut einfach gut. Wie ihr wünscht, mein Herr. Auch einfach mal ein bisschen entspannt, einfach irgendwie Nonsens zu machen. Einfach nur ein bisschen dies, bisschen das. Müssen uns ja nicht um viel kümmern. Ah, hier gibt es auch ein bisschen Eisen. Nicht viel, aber ein wenig. Okay, und sobald wir genügend Lehm haben, können wir dann auch hier noch einen weiteren Stein bauen. Ja, dann kommt ihr schon mal hier runter. Können wir dann noch einen weiteren Stein gleich errichten. So, und hier genau, dann Konstruktion. Jetzt 3 Steinbrüche. Das ist natürlich schon... krasse Nummer hier gleich von Anfang an. Aber gut, 42 von 75 kriegen wir gleich eine ganze Menge Leute. Kriegen wir gleich eine ganze Menge Geld. So, 97, 98 können wir schon direkt hier hingehen. Zack. Erledigt. So, Dario, dann lass doch mal den Falken direkt fliegen. Dann können wir schon mal gleich gucken, ob wir hier irgendwo vielleicht etwas finden. Kann ja sein.
So, und wir sollten auch zeitig schon Eisen und Schwefel abbauen. Ah, das kostet direkt 150 Schwefel. Das heißt, sämtlichen Schwefel, den wir hier kriegen. Oh, das ist natürlich nicht ganz so geil, ne? Ich hab Was sollen wir machen? Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Wir könnten uns natürlich auch einfach einen Marktplatz bauen. Einige Siedler dann haben nichts zu gehe ich da ganz easy drum rum. Und dann sage ich euch, nö, machen wir mal ganz anders. Steuern und Sold werden gezahlt. So, nochmal ein paar Leibeigene. Nicht genug Taler. Ja, dass wir hier erstmal genügend Rohstoffe zusammenbekommen. Das wäre doch schon mal die Hauptsache. Natürlich. Natürlich. Gut, ich denke mal, das machen wir tatsächlich, dass ich erstmal hier auf einen Marktplatz gehe. Das ist vielleicht gar nicht so doof. So brauchen wir nur mehr Lehm und mehr Taler. Na gut, kann ich beim nächsten Mal machen. So, ihr geht auf jeden Fall noch ein bisschen Lehm hier mit hacken. Ja. Damit wir hier noch ein bisschen Platz kriegen. Und dann suchen wir uns hier, nehmen wir uns hier irgendwo einen schönen Platz für einen Marktplatz. Ich glaube, dann, ja, dann schicken wir lieber alle Leute hier hin, ne? Natürlich. Dass die hier die Bäume hier vorne weghauen. Ist vielleicht sinnvoller. Sicher das. Dann kommt da unser Markt hin. Okay. Na, das, damit kann ich leben. So, und die hier hauen die Steine erstmal weg. Hier passt theoretisch schon ein Wohnhaus hin, aber vielleicht, nee, ich glaube, ein Bauernhof wird da nicht reinpassen. Wäre ein Wohnhaus wahrscheinlich echt nur geschickter. Nee, das passt nicht. So viel Erfahrung habe ich ja mittlerweile. So viel Siedlererfahrung haben wir ja mittlerweile, um zu sehen, dass da kein Bauernhof reinpassen wird. Dann bauen wir hier direkt das Wohnhaus und haben wir das erledigt. Aber auch ein bisschen mehr Ruhe. So, die hauen hier die Bäume weg. Die können, da können wir aber tatsächlich vielleicht früher oder später noch einen Bauernhof unterkriegen. Das kann schon sein. Einige Siedler haben keinen. Das kann tatsächlich sein. Das wage ich jetzt noch nicht vorauszusagen. So, und wir haben gleich den nächsten Zeiter. Wir können jetzt noch mal Konstruktion schon erforschen. Warum eigentlich nicht? Dann kriegen wir Ziegehütten und so weiter auch schon freigeschaltet. So, und eigentlich sollte Dario doch nur mal den... Steuern zu hoch sind. Ja, komm, dann lassen wir das jetzt. Oh, jetzt habe ich schon wieder zu viel ausgegeben. Na, dann kann ich auch komplett alles mehr aus dem Fenster haben. Achso, oder auch nicht. Dann habe ich wieder nicht genügend Taler. Ja, komm. Das kann ich nicht. Das kann er nicht. Na gut, dann halt nicht. Meine Jüde. Oh, die sind doch schon sehr sauer hier. Ja, das muss nicht unbedingt sein. Tut mir leid, Kollegen. Ja. Ihr müsst nicht so sauer werden hier. Ist doch alles gut. Tut euch doch keiner was. Okay. Aber es ist doch schön. Und ich habe natürlich überhaupt nicht geguckt, was Dario hier mit seinem Falken entdeckt hat. Wahrscheinlich hat er gar nichts entdeckt. Naja gut, wir gucken später nochmal. So macht das wirklich. So, ich hoffe, Spaß. Die verlassen nicht die Siedlung dann. Das wäre nicht so toll, aber ja, bislang sieht es ja gut aus. So, nächste Runde werde ich nämlich dann hier einfach die Festung bauen. Also einmal die Burg ausbauen. Dann haben wir eine kleine Festung. Und dann können wir uns einen Marktplatz holen. Dann habe ich nämlich schon mal überhaupt keine Probleme mit Schwefel oder Eisen. Ich weiß nämlich diese Karte auch nicht einzuschätzen. Ich meine, die Rohstoffe sind relativ rar gesät hier. Ich meine, was haben wir? Hier drüben haben wir natürlich noch mehr Stein. Aber sonst, wir haben keinen Eisenschacht von Anfang an. Das ist schon mal so ein Ding. Wir haben auch keinen Schwefelschacht von Anfang an. Das heißt, es sind schon mal zwei Sachen, die uns tatsächlich fehlen. Die eigentlich relativ essentiell sind. Eine neue Technologie. Gerade auch am Anfang, um halt so ein paar Veredelungsgebäude zu bauen. Und ich möchte ja nicht dann hier irgendwann stehen und sagen, oh, ich habe überhaupt nicht genügend Rohstoffe, um alles hinzukriegen hier. Okay, da kann Dario dann weiter gucken in die Richtung noch. So. Also, sobald einmal Zeittag, gleiches Zeittag, dann machen wir das hier direkt. Ein Gelehrter ist sehr sauer. Ja, der Gelehrte ist jetzt auch sehr sauer. Das ist schön für ihn. Dann bauen wir doch mal eine Ziegelhütte hier vorne hin. Wa? Ja, wieso eigentlich? Tut eigentlich überhaupt nicht Not. Wozu brauchen wir eine Ziegelhütte? Nee, vergiss es. Aber den Baum da vorne hacke ich weg. Dann kann ich hier nämlich noch eine Sägemühle hinbauen. Das ist sinnvoller.
So, ansonsten haben die hier schon mal ein schönes Plätzchen freigeschaufelt, damit wir hier dann einen Markt bauen können. Und dann müssen wir auch hier schon bald ausbauen. Sonst wird es nämlich knapp mit unserem ganzen Geld. Ich bin so traurig, Puh. So traurig, Puh. Und wir haben schon 42 Leibeigene. Das ist doch eine gute Zahl. Eine stolze Zahl. Flieg. So, dann guck doch mal hier drüber. Ich glaube, ich hätte den Falken noch weiter fliegen lassen können. Ne? Ich habe den viel zu kurz geschickt. Der Falke, der fliegt ja nur so. Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Aha. Da kriegt man ja doch schon schnell was mit von den Kämpfen. Na rum. Ja, toll. Super. Der Falke fliegt echt nicht weit genug. Verdammt. Da kriegt man ja schnell was mit, wa? Ganz toll. Was haben wir denn eigentlich für Leute hier? Ah, okay. Okay, das Bollwerk haben wir. Mhm. Dann haben wir Kroxon, die schwarze Feste, Kratos, das Nebelvolk. Okay. Und die Räuber. Na, das ist ja eine tolle Ansammlung von Leuten hier. Ja, Subi. So, Handelswesen kann ich ja leider nicht bauen, bislang. Ja, nicht bauen, genau. Ich kann Handelswesen nicht bauen, vor allem. Ist klar. Aber wir haben gleich wieder Zeittag. Da kann ich Handelswesen erforschen. Bitteschön. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und ein Lager können wir hier auch schon mal jetzt hinknallen. Wir können eigentlich auch schon mal eine Sägemühle hier vorne bauen. Und ich mache es natürlich pfiffiger. Ihr baut das Ding und ihr baut das Ding. So, dann müssen die hier nicht 10 Kilometer laufen. Okay. Und danach machen wir ein paar kleine Handel. Einfach nur ein bisschen was, dass wir hier zumindest dann schon mal Legierung und... Also Alchemie und Legierung beides erforschen können. Haben wir schon mal einen Anfang. Das ist doch alles Mist. Toll, hier sind natürlich nur Gelehrte in dem Haus. Keine Lust mehr. Ja, da habe ich auch keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Nur Gelehrte in dem Haus, da hat keiner Lust drauf. Das weiß ich ja wohl. So, da wird schon wieder gekämpft. Mhm. Komm, hier, guck mal doch mal, wie weit der Falk fliegen kann. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hui. Schön. Immer diese schöne Vogelperspektive. Da hat sie den Namen auch wirklich verdient. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Ja, unser Verbündeter. Der wird schon wieder angegriffen. Der arme Erik. Okay, hier haben wir ein Räuberlager. Das heißt, wir sollten uns tatsächlich überlegen, ob wir denn schon so bald das Ganze hier auf den Kopf stellen. Fertig. Okay, Sägewerker ist auch fertig. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja, ich weiß. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja, ich weiß. Wir sollten erstmal hier alle Leute mit Wohnhäusern und Bauernhöfen versorgen. So, bauen wir hier mal einen Bauernhof hin. Damit gleich, sobald die Forschung hier erledigt ist, ach, die ist erst bei 50%, das dauerte noch ein bisschen. Das kann ja dann noch ein bisschen dauern. Ja, komm, bauen wir hier einen Bauernhof noch hin, noch einen weiteren. So, die Steine sind schon gleich weg, dann kann man auch hier einen Bauernhof hinbauen an die Steingrube. Und ich könnte auch überlegen, schon mal eine Kapelle zu bauen. Allerdings, Steuern und Säulen. Ja, brauche ich noch mehr Platz. Okay, hier kommt. Wie viel kostet? Ach, das kostet gar keinen Taler. Ach so. Ach so. Ja, dann. In eurer Stadt ist kein Ja, jetzt ist mehr kein weiterer Siedler. Platz mehr. Ja, es ist klar. Das war mir doch schon klar. Ja. Da musste ich doch gar nichts mehr zu hören. Muss man mir gar nicht zu sagen. So, hier, die Bäume müssen wir mal weg. Und die hacken hier Bäume. Und ihr hackt hier lieber ein bisschen Lehm, bitteschön. Und auch da, das Lehm, der Lehmkrümelhaufen muss weg. Da muss ein bisschen Platz. Und ich glaube, ich sollte tatsächlich auch vielleicht eine Ziegelhütte bauen. Oder wie viel Lehm ist da drin? 71.000, sehe ich das richtig? Ja, okay, ich brauche keine Ziegelhütte. Ist ja lächerlich, ey. 71.000. So, bauen wir hier ein Wohnhaus. Jo. Die sind ja hier mit ihrer Forschung immer noch nicht weiter. So, das ist schon mal erledigt. Ja, komm. Also, sobald der Steinhaufen weg ist, dann geht hier bestimmt ein Bauernhof. Das, ja, halte ich doch gut für möglich. Sehe ich eine gute Chance, dass da tatsächlich ein Bauernhof gebaut werden kann. Okay, die sind da auch noch am Steine klöppeln.
Das ist schön. Und hier haben wir gleich die Erforschung das erledigt. Sehr gut. Dann bauen wir nochmal. Und wir können dann auch schon mal Wehrpflicht erforschen. Kann man ja mal machen. Warum nicht? Ja. Also und hier noch, auch nochmal ein bisschen Lehm beschaffen da bitte. So macht das wirklich keinen Spaß. Nee, so macht das keinen Spaß. Nee, das sehe ich auch so. So, hier bräuchte man natürlich auch noch ein weiteres Wohnhaus. Eure und Arbeiter einen Bauernhof. Ihre Steuern. Ist einige ja Siedler klar. Haben keinen Platz zum Nächtigen. Irgendwo hier so hinknallen, wo Platz ist. Ausbau vollbracht. Ein Händler hier so, nimmt ne? Die hier so vielleicht, direkt Marktplatz am Wasser. Auf. Das ist doch schön. Das sieht doch schick aus. So, Händler auf dem Marktplatz, dann... Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben... Machen wir erstmal... Machen wir 1000 Schwefel, das sollte reichen. Für den Anfang. Einige Für den Anfang sollte das reichen. Ich will ja nur ein paar Forschungen machen, damit wir unsere... ach Gott, 19% schon. Guckt euch das an. Die gehen eine ja echt richtig fix ab. Ich hoffe, dass Erik nicht einfach stirbt, während wir jetzt hier kämpfen. Das ist äußerst bitter. Okay, wir haben immer noch Probleme mit Bauernhöfen und Wohnhäusern. Da müssen wir uns tatsächlich was einfallen lassen. Ja, wo haben wir denn da die größten Probleme? Ich denke mal nach wie vor hier. Wenn's denn kommt, ihr geht da erstmal muss. Mit zu. Oder ihr geht hier ein bisschen Eisenhang. Oder diesen Baum fällen. Irgendwas. Irgendwie sowas. So, und ihr seid ja hier noch gut beschäftigt. Hier Platz zu schaffen. Fertig, Meister. Es gibt hier weitermachen. In eurem Reich. Ja, da oben ist erstmal gut. Aber genau. Lass ihn erstmal weghauen. Ja, zu wenig Betten, ist klar, ich weiß. Natürlich. Ich weiß aber noch nicht, wo ich die alle hernehmen soll. Aber naja, gut. Ist erstmal noch entspannt. Die werde ich dann hier schön ausbauen noch, wenn ich kann, ne? So, der Handel ist doch erst bei 38%. Das ist doch alles Mist. Die haben auch noch kein Wohnhaus hier. Mehr. Okay. Es regnet. Das ist noch nicht so, wie es sein sollte. Ja, weil die hier ein Problem haben. Jetzt regnet das hier so. Ist ja auch ganz schön. Es ist Zahltag. Es ist Zahltag, ne? Das ist doch toll. Können wir uns noch weitere Siedler holen. Okay, das kostet natürlich alles Eisen hier. Das habe ich halt noch überhaupt nicht. Die Frage ist auch, wie viele Leibeigene möchte ich mir noch holen? Wir sollten ja schon aufpassen, wie viele wir uns dann da wirklich gönnen. Und ich sollte mir vielleicht dann auch schon mal hier eine kleine Kapelle hinbauen, ne? Warum nicht? Ach so, und was wir auf jeden Fall vorher machen, wir bauen hier natürlich einen Bauernhof hin. Und natürlich auch haben wir hier noch einen Leibeigenen, der sich hier auch ein... Nee, das passt noch nicht. Wohnhaus würde ich gerne hier hinsetzen irgendwo, aber dafür brauchen wir tatsächlich noch ein bisschen mehr Platz. So, hier Kollegen... Ja, erstmal hier Lehm packen, bitte. Dann kriegen wir noch ein bisschen Platz und dann können wir da ein Wohnhaus dann hinsetzen. Das wäre doch schön. Hand drauf. Hand drauf. So, Handel ist abgeschlossen. Sehr gut. Dann machen wir das selber auch nochmal mit Eisen. 1000 Eisen, zack. Holz haben wir ja genug. Das stört uns alles nicht. Da können wir gut mit auskommen. Das kostet Taler, Lehm und Stein. Ist auch in Ordnung. Gönnen wir uns. Können wir nämlich doch noch ein paar weitere Leibeigene holen. Und dann haben wir genügend Möglichkeiten für alles. So, Alchemie kostet ja nur Holz und Schwefel. Ach, ich dachte immer, es würde Eisen kosten. Nee, tut's gar nicht. Holz und Schwefel. Ha, umso besser. Umso besser. Das ist ja noch viel cooler. Dann brauchen wir ja echt fast gar nichts von diesen ganzen Geschichten. Achso, hier, geht da schon? Ja, da geht schon ein Bauernhof. Dann baut ihr doch schon mal einen Bauernhöfli. Fertig. Fertig. Ist auch fertig. Der Tag der Abrechnung. Okay. Und dann hier den Baum weg. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächten. Und hier den Baum weg und hier da arbeiten. Okay. Sehr gut, das können wir noch nicht ausbauen. Wir haben aber die Forschung... Nee, noch nicht. Forschung ist noch nicht abgeschlossen, das dauert noch ein bisschen. Aber dann können wir hier direkt
Oh, wenn wir genug Lehm hätten, natürlich vorausgesetzt. Uns hier eine Schmiede bauen. Aber Alchemistenstube, das geht schon. Das eine können neue wir schon machen. Machen wir doch direkt. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, wa? Ihr habt nicht genug Wohnung. So, hier ist noch kein Platz. Es gibt nicht genug zu essen. Es gibt nicht genug zu essen. Und das kostet 200 Eisen, die wir noch nicht haben. Das heißt, da sollten wir uns dann bald drum kümmern. Aber ich kann schon ein Uni bauen. Na, dann machen wir das doch erstmal. Ich hab getan, was ihr wollt. Cool. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. So, dann Schwefel veredeln. Ein Verbündeter ist in Schwierigkeiten. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Noch nisch. Können wir später noch mal. Aber geil. Erstmal ein Wohnhaus bauen. Erstmal ein Wohnhäusle bauen. Ach, das kostet ja auch wieder Leben. Ach, das ist ja doof. Das ist ja auch schon wieder so blöd. Das kostet wieder alles Leben hier. Ich habe keine Lust. Na gut, noch haben wir Zeit, hoffe ich zumindest. Ich weiß natürlich nicht, wie stark diese Feste hier wirklich ist. Der Winter kommt. Oh, das ist jetzt minimal ungünstig, möchte ich sagen. Das ist ja jetzt doof. Ausbau abgeschlossen. Kann ich jetzt hier rübergehen? Na gut. Oh. Es regnet. Okay. Aber gern. Das war ein kurzer Winter. Okay, das war ein kurzer Winter. Ich dachte jetzt tatsächlich, das würde länger dauern, aber okay, wir wurden da nochmal automatisch irgendwie abgehalten, diesen Winter auszunutzen oder gleichzeitig auch damit Probleme zu kriegen. Finde ich auch nicht so verkehrt. So, ihr könnt dann hier unten noch ein bisschen Platz schaffen. Dann bauen wir hier unten nämlich eine Kirche hin. Ach, hier muss auch noch ein Bauernhof hin, ne? Ach, Göttchen. Ja, wird schon alles irgendwie. Wird schon irgendwie hier erstmal einen Bauernhof hinknallen. So, das ist gut. Und ihr habt nicht genug Lehm. Ich baue doch mit allem, was Beine hat, Lehm ab. Wieso habe ich trotzdem nicht genug? Gibt's alles nicht. Ja, ich zu wenig Lehm. Ist auch bald nicht mehr wirklich viel da. Gibt nicht mehr so viel Lehm hier. So, der Alchemist, der kann noch nicht wirklich arbeiten. Der denkt sich noch so ein bisschen, Jack, ist doch nicht so doll hier. Das Leben war mal schön, aber geht so. So, jetzt können hier aber die Bergmänner schon zufrieden aufatmen eigentlich, oder? Das sieht doch jetzt schon schön aus. Da kann man doch was mit anfangen. Aber bislang gefällt mir die Karte. Es ist, ja, erstmal hier die Schuhe für die Arbeiter. Es ist bislang noch sehr ausgeglichen alles, noch sehr gemütlich. Wir haben da die paar Banditen, die wir theoretisch, wenn wir Lust hätten, einmal aufsuchen könnten. Und ich werde auch hier die Kapelle direkt hinknallen. Mache ich das? Ja, ja. Ja, ich glaube, die baue ich hier einfach rein. Ich glaube, das ist vernünftig. Eure Gelehrten. Haben eine neue so, und hier unten dann die Kaserne. Na, genau. Sobald wir hier ein bisschen Platz haben, da eine Kaserne drin. Abgemacht. Das hört sich gut an. Dann können wir hier jetzt Legierungen in Auftrag geben. Perfekt. So, und ihr, genau, ihr hackt hier auch noch ein bisschen Holz. So, und hier unten machen wir dann halt genügend Platz, dass wir hier eine Kaserne hinknallen können. Wir müssen natürlich auch schon noch schauen, dass wir hier auch Platz kriegen für anderen Geschichten, also so ein paar Gebäude, die auch... Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Na klar, Feinde haben einen Verbündeten attackiert, ist ja auch wieder klar. Wird erledigt. Wundert mich fertig, nicht. Fertig, Meister. So. Ein Priester tritt in jetzt kommt die Priester. Mhm, jetzt kommt die Macht der Priester wieder. Einige Siedler haben keinen Platz zum Mächtigen. Ja, ich weiß, da könnten wir auch noch mal probieren, noch ein bisschen was anderes zu machen. Aber ja gut. Die Priester sollen dann erstmal uns ein wenig helfen. So, Markt ist erstmal abgeschlossen. Krass, tatsächlich ist immer noch ein super Preis auf Schwefel. Das wundert mich ein bisschen. Okay. Also theoretisch kann ich da tatsächlich auch später... Also ich habe jetzt da echt einen ziemlich frühen Marktplatz. Normalerweise nicht so schnell einen Marktplatz. Ist ja jetzt ein wenig überraschend, ne? So, bauen wir das noch weg. Vielleicht kriegen wir hier auch noch Platz für den Bauernhof. Könnte ja sein. Ihr habt eine neue Technologie. Und die Bäume da halt auch noch mal weg.
So, neue Technologie wurde auch erforscht. Dann direkt Metallurgie, würde ich sagen. Zack. Dann können wir nämlich hier ausbauen. Und dann können wir uns... Ja, eigentlich ist auch schon Schmiede genug bauen. Naja, guck mal, die können wir auch schon bauen. Wird erledigt. Ha, geil. Perfekt. Haben wir hier auch schon direkt eine Schmiedehütte. Es klart auf. Haben wir eine, baue ich vielleicht gleich eine zweite noch dazu. Naja, wir wollen ja auch noch ein paar Soldaten haben, ne? Ich glaube, dann bleib ich dann erstmal bei einer. Und dann sollte ich auch ein paar Leute hier zusammentrommeln, die sich einfach mal dann hier wirklich um diesen Schwefelhaufen kümmern, ne? Es ist Zeit. Sobald wir dann hier Metallurgie haben und das Labor aufgewertet. Dann go for it. Ich hab getan, was ihr wollt. So, Grobschmiede, Lehm und Stein. Zack. Einmal ausbauen. Einige Siedler cool. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. Produzieren nicht genug Essen. Dann geht ihr... ja, hier kommen die Baumstümpfe hier. Die können wir noch weghauen. Dass das hier erstmal weg ist, das ganze Gemüse. Und dann warten wir noch, dass Metallurgie fertig ist und dann können wir den Rest erledigen. Einer eurer Verbündeten wird das ist doch schön. Haben wir komplett Eisen und Schwefel dann alles veredelt, wenn das hier raus ist. So, und hier können wir jetzt auch ein Wohnhaus bauen. Und ihr hackt hier Eisen. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Das macht ihr sehr, sehr gut. So, da ist jetzt auch richtig was los. Genug Wohnhäuser hier geht's jetzt gut alle zur Sache. Sind belegt. Und in der Kapelle einige müssten jetzt die Leute zu doch essen. Eigentlich hier bei der Zack, segnen die Bewohner geht's doch ein paar Leuten schon besser. So, die holen sich jetzt hier alle ein bisschen Eisen zum Arbeiten. Und dann wird hier jetzt schon mal veredelt. So gefällt mir das. Dann sollte die Veredelung jetzt eigentlich echt gut laufen. Okay. So, und wie sieht's aus mit Metallurgie? 93%, das ist doch auch schon gut. Dann können wir uns beim nächsten Mal das direkt angucken, wie es mit Metallurgie aussieht. Und dann haben wir schon eine sehr, sehr gut funktionierende Wirtschaft hier, würde ich sagen. Gut, nach einer halben Stunde könnte man auch schon eine halbe Armee haben, aber naja. Wir sind halt gemütlich, ist ja kein Multiplayer-Match hier, ne? Von daher, ich wünsche euch was, macht's gut. Genießt den Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.